Unerhofft kommt oft. Bitcoin legte einen Sinkflug hin. Minus 30% gab es am Wochenende. Und warum und wieso könnte der Bitcoin noch weiter fallen oder weiter steigen? Das besprechen wir heute genau in der Sendung. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Ja, was war los am Wochenende? Das schauen wir uns heute ganz genau an. Und die Marktkapitalisierung ist etwas zurückgefallen unter 2 Billionen. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, ich bin der Martin und darf euch mehrmals in der Woche begrüßen bei unserem YouTube-Channel, der natürlich auch kostenlos ist. Und da hoffe ich natürlich, dass ich einige Gefällt mir von euch abstauben kann, wenn die Sendung auch richtig gut ist. Und alle, die neu dazugeschaltet haben, bin ich natürlich dankbar. Einfach Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann bist du in Zukunft bestens informiert, wenn es um Sachen Digitalisierung, Blockchain und natürlich das wichtigste Thema Kryptowährungen geht. Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, dann schauen wir gleich zum Market Cap. Ja, was war denn los am Wochenende? Es ging rauf, runter, rauf und aktuell hatten wir einen Kurs von knapp 64.000 Dollar beim BTC. Und ehrlich gesagt, habe ich ja noch vorausgesagt, okay, der Börsengang von Coinbase wird einiges beflügeln, das war auch so. Nur mit einem Rücksetzer habe ich persönlich auch nicht gerechnet, der so stark ausfällt. Und das binnen weniger Stunden von Sonntag auf Montag gab es gleich unter 55.000 Dollar den BTC, ich glaube rund auf 52.000 Dollar. Wichtige Marke natürlich, dass der die 50.000 behält. Ja, also BTC hat verloren in den letzten 7 Tagen 9%. Aktuell steht er bei 55.000 Dollar. Ja, ist trotzdem noch ein saftiger Preis. Wer natürlich hier nicht umgehen kann damit, mit einer, ja, würde ich mal sagen, Volatilität von 20%. Das ist so, wie wenn der Friseur seine Haare, die er geschnitten hat, nicht wegräumen will, dann sollte er den Beruf wechseln. Genauso ist es bei uns. Aktuell gibt es immer Volatilität und bis zu 20% sind völlig normal im Bereich. Ethereum ist noch am besten weggekommen. Der hat die letzten 7 Tage 1,8 verloren. Binance Coin, da hatten wir einen Durchschnitt von über 600 Dollar pro Coin. Der steht jetzt aktuell bei 500 Dollar. Datum haben wir heute den 20.04., der Dienstag, und es ist 8 Uhr in der Früh. Und XRP konnte seine Rallye nicht fortsetzen. Wir wissen, die SEC-Klage ist ja noch offen. Da stehen wir aktuell bei 1,28 Dollar pro XRP. Ja, was war los? Es gibt natürlich Meinungen, die gehen drunter und drüber. Der eine sagt, Binance hat Schuld, denn es wurden 7000 BTCs hingeschickt, die sind nicht angekommen. Auch hier habe ich eine Schlagzeile gelesen. Der große Schuld wird natürlich gelegt, auch in unseren News. Bei dem blockchainbrothers.at wird hier gegeben, außer Betrieb, Grund für Bitcoin-Rückgang bis zu 50.000 Dollar ist es, weil China einen Stromausfall hatte. Ja, ich glaube, dass es einfach ein Rücksetzer war. Ich möchte hier wirklich hier nicht China die Schuld geben, sondern einfach, ja, Rücksetzer, wie sie natürlich im alltäglichen Leben normal sind. Und alles, was über 50.000 Dollar bei Bitcoin ist, nimmt man einfach Volatilität und da sollte man damit umgehen und bitte keine Panik haben in dem Bereich. Ja, die Zeitungen schreiben natürlich, in Österreich habe ich sogar auf Ö3, das ist ein klassischer Sender bei uns, oder auch in der Zeit im Bild gehört, Bitcoin ist abgestürzt über die Nacht. Grund ist deshalb, es wird in ganz Europa wegen Geldwäschegesetz ermittelt und deshalb haben die Leute in Panik verkauft. Also es wird ganz, ganz viel Blödsinn berichtet und da sollte man wirklich hier aufpassen. Ich persönlich kann hier die Schuld nicht an China auslassen, nicht an irgendwelchen Ermittlungen, nicht an die SEC, nicht an die Firma Ripple, sondern es war ein klassischer Rücksetzer für mich persönlich. Und ich bin natürlich froh, wenn es solche Rücksetzer gibt, denn dann gibt es wieder die Möglichkeit, hier etwas einzukaufen. Ja, BTC Echo hat auch wieder geschrieben, buying the dip, Bitcoin-Börse verlieren bis zu 60.000 Dollar. Ja, was geht weiter? Wie geht es weiter? Der Kurs auf alle Fälle zu beobachten diese Woche. Ich sehe eher wieder steigende Kurse. Der Rücksetzer war natürlich unerhofft, kommt oft, aber ich glaube, diese Woche geht es wieder in die richtige Richtung. Und ja, wenn es natürlich so Rücksetzer gibt, ist es immer gut, wenn man hier etwas Geld auf der Seite hat, auf seinen Wallet, in Tether vielleicht geparkt, in Euro geparkt oder in Dollar geparkt, denn für solche Dips,
solltest du unbedingt Geld heraushaben. Ein kleiner Tipp für mich, ich verkaufe immer, wenn es ganz, ganz oben ist, einen kleinen Betrag, sodass ich wieder handelbar bin, wenn es die Möglichkeit gibt, solche Tipps auszunutzen. Und natürlich, wenn XRP von 1,90 auf 1,20 fällt, warum sollte man da nicht einen Teil wieder neu refinanzieren? Ja, von meiner Seite her gab es sonst heute noch gar keine News. Ich wollte das nur gestern noch beobachten, was so die Leute alle schreiben. Und da gingen ja die Zeitungen drunter und drüber. Und deswegen dachte ich mir, ah, heute haue ich drauf, die Sendung schnell raus. Ich persönlich sehe das volatil. Und ich glaube, dass es bis zu Ende der Woche noch einige Überraschungen gibt, wie immer. Und ja, hoffentlich auch dranbleiben. Schaut mal rein unter blockchainbrothers.at. Da haben wir einen Memberbereich gebaut. Und da gibt es ganz, ganz viele Aktionen. Einfach mal reinschauen. Link ist unter dem Video positioniert. Ja, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns diese Woche nochmal und bis bald und auf Wiedersehen.